Ja, da sind wir wieder zurück mit dem zweiten Teil vom alten Schlachthof in Bonn. Und hier seht ihr mal so eine Art Transportschiene, oder es ist sogar eine Transportschiene, wo man früher dann die Ware wahrscheinlich angenommen hat dort und dann hier so rüber transportiert hat. Oder hier für ganz schwere Lasten wurden auch diese Zahnräder, soweit ich weiß, benutzt. Und ja, dann wurden die halt hier runter, zack, da ab in den Keller transportiert, wo dann ja auch Kühlhäuser sind oder Waren, besser gesagt, die man dann dafür benutzt hat. Ja, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch für euch noch haben. Hier war vielleicht auch noch was drin, weiß ich jetzt gar nicht. Es ist natürlich jetzt gerade ein bisschen sehr dunkel hier. Da gehen wir mal wieder raus und gucken uns noch mal ein bisschen um hier. Ich mache auch mal das Licht jetzt für euch an, dann könnt ihr ein bisschen was sehen. Ja, dann wartet, Licht ein. So, jetzt gucken wir mal. Ja, hier haben wir auch noch mal was drin. Hier ist auch wieder eine Lagerhalle. Ja, ihr seht hier auch wieder alles zerstört, aber noch in der Decke. Die Transportschienen auch hier wieder sehr schön zu sehen. Ja, die wurde dann hier raus. Ja, hier durch eine Tür, zack, ging dann die Schiene hier rüber und man konnte dann dort oder dort entlang. Hupsala. Natürlich sollte man hier auch aufpassen, wo man hintritt. Ja, das ist sonst ein bisschen ungünstig. Ja, jetzt gucken wir mal, vielleicht kann ich euch noch mal einen sehr interessanten anderen Raum zeigen. Wenn ich ihn jetzt finde, was ich doch mal sehr hoffe. Schauen wir mal, der müsste eigentlich hier in der Ecke gewesen sein. Oh, haben sie schon abtransportiert, schade. Denn hier an dieser Stelle waren früher auch mal ziemlich große Haken gewesen, wo man dann halt ja, so Fleisch und solche Dinge aufbewahrt hat. Hier seht ihr noch mal ein paar andere Sachen. Ja, hier Ordner. Irgendwelche Graffitis, die man hier dann auch hingesprüht hat. Ja, ich wüsste jetzt gerade nicht, was ich euch noch so auf die Schnelle zeigen könnte. Es ist natürlich, ja, hier seht ihr das alles nochmal ein bisschen, ja, hier seht ihr den, hier war früher der Weg, ja, hier so eine, diese alte Fahrbahn gewesen, wo man dann halt mit den Lastern reingefahren ist und das Ganze dann transportiert hat. So, gucken wir, betreten wir nochmal einen anderen Raum. Hier ist auch eine Lagerhalle gewesen. Ja, seht ihr, wie hier an den Schienen, ja, die dort reingeführt haben. Und hier, da sind sie, ja, da sind noch welche von den Haken übrig. Hier seht ihr mal so richtige Fleischer. Haken, ja, da kann man richtig, so, ja, das war schon, da hat man dann dort dran und dann war das Ding hier gegessen. Naja, erstmal muss man es natürlich kaufen. Ihr seht, das war so ein kleiner Einblick in den alten Schlachthof. Hier haben wir natürlich nochmal was auch Schönes zu sehen. Durch die Wand hindurch. Tada, das war... das war das. So, jetzt melde ich mich gleich mit euch nochmal mit einem dritten Teil zurück. Dann versuche ich euch nochmal ein bisschen was von oben zu zeigen. Bis gleich.